Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im LS19 auf der Hofbergmann. Der Minimi ist noch beim Tschüss, aber der wollte sich eigentlich merken, was er sagen wollte. Jetzt kann er loslegen. Also wir hätten erstmal auf Feld 16 Kalk einbringen sollen. Das wäre schon praktisch gewesen, bevor man anfängt zu sehen. Kalk. Ja, wird überbewertet. Da ist doch nur auf den gekrubberten Stellen, oder nicht? Oder da, ja, wo... Nee, wahrscheinlich das, was neu zugekommen ist, wahrscheinlich die Stellen, ja. Ja, wollte ich auch sagen. Gib dir mal ein bisschen Mühe da hinten. Wie sieht das aus? Hör auf zu heulen, du Pussy. Mann, so könnte ich das nicht. So wie du arbeitest, möchte ich Urlaub machen. Tja, wer hat, der kann, ne? Ja, das sehe ich. Siehst du. Ist da oben lang. So. Ja, übrigens, Minimi und Lucifer ist dabei. Der Vollständigkeit halber. So, von hier oben sehen wir alles schön. Da sehen wir auch, wie unsere Wiese noch nicht nach Wiese aussieht. Aber sie wird... Kommt jetzt. So, ein Feld Dünger noch eben. Dann haben wir nochmal 7000, glaube ich, dabei. Das tut unserem Konto schon ganz gut. Dafür, dass wir vorgestern minus 56 hatten. Aber es war halt investiert in Dünger. Da passt ja nicht wenig rein. Ist der? Ja. Das ist das Feld hier. Ich glaube, hier hat einer Hanf angebaut. Bahn hier rüberschieben. So. Wird jetzt klappen. Ist das Gras oder ist das? Weiß es nicht. Weiß es nicht, man munkelt nur. Ah, da wo natürlich schon das gut wächst, dann macht es keinen Spaß zu düngen. Da ist er wieder. Da fährt auch gerade die Feuerwehr Richtung Autobahn. Vielleicht hört es wieder mal Shepard. Kann ja sein, bei Starkregen oder so. Wenn man seine Geschwindigkeit nicht anpasst. Tja. Ja, ist er ja. Die sind doppelt so schnell gefahren. Dann kein Schild bei Nässe langsamer. Was vorfahren können. Kalt, das ist nicht unser Schicksal. Wie sieht's mit Feld 10 aus? Kann ich den zumachen oder? 10 kannst du zumachen, ja. War doch da, wo wir gerade waren. Ja. Jetzt auf Feld 27. Hab schon gesehen. So. Ah, so schön. So schön. Schön war die Zeit. Das ist die Mühle, okay.
Also ein bisschen was kann man doch noch in Season machen, ne? Solange man eine Map hat mit Missionen. Also haben, glaube ich, mittlerweile alle Maps. Ja. Erfurter Ölmühle. Der Kurbel da. Ja, wir haben es 19 Uhr. Ist der Oscar denn schon da und traut sich noch nicht zu melden, oder? Warte mal, ich prüfe. Test dahin liegen. Nö, er ist noch nicht online. Na, vielleicht steht er wieder im Stau, der Kleine. Ja, an der holländischen, deutschen Grenze. Holländisch wäre ein bisschen weit für ihn. Ach, jo. Schon was? 80. Oh, schön Wasser. Runter, dann haben wir es hoffentlich. Ja. 27 kann auch abgegeben werden. Na, dann machen wir doch glatt. 15, was sind die? Boah, alles andere ist ein bisschen wenig, war 6.000 und so. Ja, wir kaufen ja nichts, von daher. Also die 15, die mache ich nochmal. Die 7er mache ich auf jeden Fall noch akzeptieren. Die 15er. Soll ich den mal annehmen? Ach, ich schon. Genau. Nur zurückgeben darf ich nicht. Genau, das heißt, ich fahre jetzt zu 15er. Noch immer 51%, da werde ich mit auskommen. Ja, das nächste wird dann Ernten sein, da sind wir nicht ganz so schnell dann. Na gut. Ist halt die Frage, ob wir den Trecher, wenn wir den eintauschen, ob wir dann einen breiteren kriegen. Aber die Frage ist auch, also dann können wir halt gute Missionen machen, ne? Für unsere zwei Felder wird der reichen, denke ich, aber. Was unser Mähdrescher meinst du jetzt? Ja, dass wir den eintauschen gehen, etwas größer, breitere, weiß nicht, ja, ob das sinnvoll ist. Ja, ja. Wir müssen ja nicht gleich die Riesendinger nehmen, aber 2 Meter breiter, na, 2 Meter breiter, ja doch, ja, 12 Meter und so. Und dann auf einmal 7 haben statt 5 oder 5 statt 3. Mhm. Nicht hier dann.
Fahren wir ein bisschen rüber. Da hinten ist noch ganz viel Waldgebiet. Hast du das kleine Feld noch nicht angesehen? Was machst du denn? Der genießt es. Muss ich dich erst abholen? Er muss abholen. Ich habe gefragt, ob ich ihn erst abholen muss. Aus dem Bälleparadies? Die haben ihn wieder vergessen im Bälleparadies. Verrückt, jetzt wollte er mich umfahren. Ja. Er hat ja seine Tabletten nicht genommen auf dem Trecker. Ja, ich das schon. Vor allem, er ist ja auch noch so frech, fährt raus aus dem Bahn, fährt auf mich zu, klappt sogar noch hinten die Saatmaschine zu und kommt wie so wahnsinnig auf mich zugefahren, ne? Aber den, so viel Zeit hat er noch gehabt, die Zug zu klappen, ne? Dieser verrückte Hund. Nicht, dass es den Bauer verratet. Wobei, ich habe Pflegebereifung, stimmt. Darf das. Ach ja, Lemmy, so ist halt alles, ne? Wir sind Aliens gelandet. Auch. Wir sind Kornkreise. Oder Sonnenblumenkreise eigentlich. Oh, diese Rumkugeln sind ja mal böse, ne? Wer kugelt rum? Rumkugeln? Ist doch nicht Weihnachten. Die schmecken trotzdem. Das stimmt. Restbestände ist? Ne. Gibt's sie immer? Frisch mitgebracht vom Basen. So. Ja, die produzieren schon wieder Weihnachten, ne? Wieso Rumkugeln gibt's das ganze Jahr? Ja. Ich werde erstmal nach unten. Oh, wer hat denn hier den Trecker wieder hingestellt und Licht angelassen? Mann, so. Ja, diesen kleinen, hässlich, dreckigen, grünen Fendt. Aber dann werde ich mal bei unseren Kühen gucken. Ja, die können Futter gebrauchen, die haben, da passt nicht viel rein, ja. Und vielleicht ist ja auch wieder ein Kalb drin da. Ein Kalb steht noch nicht. Okay. Guck mal, ob die Kälber noch Milch haben. Warum kann ich eigentlich die Tiere nicht sehen, sag mal? Die Tiere? Gleich stehst du im Schweinestall, da gibt's keine. Gleich trete ich hier jemanden in die Seite. Ja, wenn ich Escape drücke, habe ich oben dieses Tiermenü nicht. Alt S. Du musst ins Season-Menü. Ja. Ja. So, ich dachte, du stehst im Stall und siehst die Tiere nicht schon. Stimmt, das war ja wieder, da war ja mal wieder was. Hier haben wir Season drauf, ja. Oder dass ich im Discord nicht geschrieben habe. So. Stroh fehlt? Warum? Dann haben wir noch nie reingefüllt, glaube ich. Doch, eigentlich müsste der Ballen stehen sein. Boah, ich hole mir mal eben den kleinen Kramer. Oh, ist doch halb voll. Ja, also fehlt die Hälfte, ja. Naja, wenn, dann machen wir das schon richtig, ne? Ja, ich glaube, da steht noch ein da sind noch zwei zwischen den Kälberstellen. Habe ich zwei abgeladen, weil ich dachte, die müssten da rein, aber die nimmt ihn ja nicht auf, deswegen. Und sind die dann halt. Ja, aber ich muss erstmal wieder die Gabel dafür haben. Auch erstmal für den Kramer wieder die Gabel ist Ballen. Genau, die ist bei den Heu, ne, beim Stroh, bei Lager. Ja, ja, die habe ich ja da selber hingestellt. Ah, okay, dann muss es. Ach ja, schön. Unser Holzwurm fehlt hier heute mal wieder, ne? Ja, kommt gleich bestimmt, letzte Folge oder so. Und letztes war aber, glaube ich, auch anderthalb Folgen. Ne, der war doch ein bisschen mehr. Hat ja den Trecker da abgeladen. Wobei die letzte Folge auch 40 Minuten ging. War ja schon eine Doppelfolge.
Ach ja. Ach nee. Ach, und die anderen beiden Verrückten wollten nachher wieder Range Simulator machen, ja? Ja, ich hab's gerade ihm vorgeschlagen, dass ich da mit dem Gedankenspiel sagte, er ist dabei. Okay. Von daher. Aber ich hab gesagt, ja, ich mein, heute der ist Deadline 22 Uhr, also wird's 23 Uhr werden. Aber ja, die Zeit rennt einfach so schnell. Und wir müssen ja doch ein bisschen Wurst machen. Bei 7 Tieren auf 26 Fleisch. Also 26 Würste. Die müssen wir auch reinpacken zum Trocknen. Ich hoffe, wir haben ein paar Eier schon. Dann sind die ein bisschen mehr wert mit Eier. Und Milch noch mal ein bisschen mehr. Milch haben wir noch nicht. Deswegen machen wir die Stelle frei. Da kommt dann die Milchkühe rein. Aber die vermehren sich noch nicht selber. Deswegen die Schweine ist eine gute Investition. Vermehren sich ja selber. Muss halt noch aufpassen, sonst die explodieren so schnell. Die, wenn du die Weibchen nicht vernünftig trennst, dann. Wird eine ganz schöne Schweinerei. Das ist richtig. Das siehst du allein in unserem roten Stall. Das sind so viele Tiere dann jetzt. Wenn du es dann einmal den Rhythmus hast, dann kommst du aus dem Bolzen benutzen nicht mehr raus. Wir haben jetzt auch ein Bolzengerät. Wir müssen nicht mehr schießen. So. Der nennt sich auch Friedensengel. Okay. So, was fehlt jetzt noch? Mischration ist noch gut. Silage könnte hier noch ein bisschen rein. Nee, was? Das brauchst du nicht. Wenn du eine Mischration hast, ist alles sozusagen in einem. Ne, wenn du das oben hast, ist das alles in einem. Gesundheit. Achso, dann ist was. 12 Kühe. Naja, aber ich glaube, dadurch kriegst du halt ja mehr Prozente, ne? Wenn du Silage jetzt auch noch reinschubst, oder nicht? Soll ich das gemacht? Ja, ich kann ja mal nochmal zwei. Prozente ist eigentlich 100% ist die Mischration, ansonsten kriegst du halt für je nachdem, was du hast, nur die Anteile. Es kann natürlich sein, dass im Season jetzt wieder alles anderes ist, aber. Ich kann ja mal einen Silageballen reinschubsen, passiert ja nichts. Kostet ja auch nicht die Welt und wird ja aufgefressen, fertig. Ein Silageballen bringt uns ja nicht um, ja, und die Kühe ja wahrscheinlich auch nicht. Gesundheit 69. Sauber gemacht haben wir. Oh, der kleine Kramer, du, der schleppt was weg, du, das kleine Ding. So, Feld 15 könnte auch zurückgeben. Wie weit ist die Wiese? Dann fahre ich mit den restlichen Dünger mal über die Wiese, oder? Kannst du nachher tun, wenn du möchtest. Aber jetzt noch nicht, weil ich ja immer noch am Ansehen bin und ich habe hier zwischendurch immer noch ein paar kleine Stellen, die ich am Schluss dann noch ausbessern möchte. Okay. Wenn da gleich mit dem Düngersteuer rüber gehst, dann sieht das wieder so gefleckt aus. Ah, guck mal, Silage, guck mal, nimmt er trotzdem. Ja klar, neben tut er so, ne? Silage Gras, Silage Mais. Gras, haben wir normales Gras? Nee, wa? Nee, aber kannst ja Heu nehmen. Ist ja Gras, Klee, Heu oder Heu. Aber das bringt, glaube ich, nichts, weil wir ja schon oben die Mischration haben. Das ist ja schon die 100. Ja, aber das hat ja eigentlich damit. Das ist aber normalerweise, kenne ich das so.
Du musst alle haben, damit du 100% hast. Deswegen gibt es ja die drei Sparten. Ist ja bei Steffishausen genauso. Ja, es sind aber vier Sparten. Aber wenn du bei Mischrationen auffüllst, dann füllt er eigentlich die anderen Spalten komplett mit auf, bei Schweine auf jeden Fall. Und ansonsten kannst du halt das, was du gerade da hast, dann kriegst du halt nur dementsprechend weniger Prozente. Deswegen Mischration ist sozusagen das Top-Futter komplett. Aber du kannst es reinfüllen, dann haben wir ein bisschen mehr Puffer, wenn mehr ist. Heu. Also hole ich jetzt nochmal einen Ballen Heu. Mhm. Also es reicht von jedem einen Ballen. Weil so viele Kühe haben wir ja im Moment noch nicht. Ja, ich glaube 12 Stücke oder so, ne? Ja, aber ich nehme den einen Ballen hier, weil ich ja zwei mit hergenommen hatte hier. Jo. Und lager den wieder ein. Dann holen wir jetzt dann nämlich einen Heuballen. Nur Mais-Silage, die haben wir jetzt nicht. Das ist natürlich doof. Ist nicht doof. Ich glaube, du kommst nicht auf die 100. Aber wir werden es ja sehen. Wenn er jetzt hochgeht, dann... wir hatten das Problem, die Prozente sind runtergegangen, weil wir sie ja mal kein Futter hatten am Anfang. Deswegen sind die runtergegangen. So, da hast du mal einiges auszubessern. Ja. So, einmal Heu. Ich bin bereit, Beförderung. Und wo er auch bereit ist, ist die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann lasst gerne den Daumen da und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.